Moin moin, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind hier jetzt in einem der neueren Gebiete nach dem Beta-Start. Richtung Kanalisation sozusagen. Oder also Interkanalisation, aber Richtung irgendwas. Ah ja, Aquädukt, genau. Ich habe jetzt da zwei Physical Damage Idole reingetan. Ich brauche noch einen Slot oben oder so. Du musst hier wegnehmen. Also ein Dreier-Slot mit Bleed Damage haben wir hier. Eine Kiste, dann kann ich es gleich zeigen. Ja, dann zeige ich es später. Einfach Bleed Chance, genau. Bleed Chance. Und, ja. Das wird vielleicht uns auch noch helfen, ein bisschen noch mehr Bleed Stacks drauf zu tun. In diesem Game kann man ja Blutstacks drauf tun, dann ist Blut noch stärker. Oder einfach schneller stärker. Und da werden wir dann mal sehen, wie es so geht. Wir machen den Chat wieder aus. So. Musste wieder muhlen und so Sachen, da habe ich den Chat ja doch nicht ausgemacht. Ja. Oder manchmal geht er auch einfach an wieder. Keine Ahnung. Buggy Buggy. Immer vieles packt. So, hier ist nichts. Kommen wir wieder nicht rüber, weil hier ein unsichtbarer Wand da ist. Aber ja. Ja. Geht eigentlich relativ schnell, also die Gegner haben schon viel mehr Leben als viele. Aber keine Gefahr von starken Attacken gerade. Viel Lebensenergie, also Lebensregeneration vor allem. Ja. Man kommt eigentlich gut durch. Ich hatte ja mit dem normalen, ohne Bleed und Gift. Bet. In dem Master echt Probleme gehabt. Ist einfach irgendwie ein bisschen zu schwach, wenn man ihn nicht mit Dots noch bereichert. Und ich dachte, ja. Nahkampf mit physisch wäre am stärksten. Nee, ja, die Gegner haben halt viele Ziele. Ist nicht so gut gegen, also viele Rüstung gegen physische Attacken. So, was haben wir denn hier? 50 Ward on Hit ist eigentlich ziemlich gut. Ich nehme den mit und mache mir einen Ward-Charakter. Beat irgendwann mal. Ah, dann ist glaube ich nichts mehr. Eine Röhre im Weg, wie man es kennt. Ja, aus irgendwelchen Super Mario Spielen. Was ist denn das? Sieht irgendwie krass aus. Ja, macht ja nicht mal ein bisschen. Ich bin immer noch erkältet, tut mir leid. Ich stehe mir jetzt immer noch nicht so gut. Die Schwester hat mich, glaube ich, ein bisschen angesteckt. Die hat fast keinen Atem mehr. In die Planke im Bett. Wir müssen mehr Defensive haben. Und jetzt endlich. Circle of Life ist was? Ist eigentlich ziemlich gut. Crit brauchen wir nicht, aber wir brauchen eventuell hier. Nee. Auf Crit gehen wir nicht, wegen dem Dot. Ja. Das natürlich. Erwin Shell. Ah, dann war es nicht Tauerquinks und das, weil ich habe ja gesagt, das ist gar nicht so stark, wie ich dachte. Aber ich musste doch das nehmen. Nee, das ist das Starke. Ja, alles klar. Okay. Und jetzt hier runter. So. Und hier hatten wir gesagt, wir gehen hier. Ein Claw-Totem habe ich jetzt gar noch nicht gesehen. Pilze gehabt. Also die Totem sind die Bäume. Oder?
Die Bäume zählen als Toten. Auf jeden Fall. Das ist nicht irgendwie beschrieben, wie ich so doof. Nein, das ist nicht los. Bin ich da allzu reingehen? Noch mehr Würmchen. Also von den Erweckten ist es schon ein bisschen schwierig für die Augen. Ganz kleine Splitter. Wahrscheinlich Metallsplitter. So Dolche oder so. Also Schneidesplitter. Dass wir einfach alles voll haben, dass die Kugel einfach voll bleibt. Keine Chance mehr. Kann es sein, dass die Toten es nicht beschwören können, weil wir im Maximum Toten haben? Nur zwei. Ich weiß. Ich frage alle Fragen. Ja. Sieht sich ein bisschen. Sie gehen uns auch ein bisschen sehr jetzt. Da wir Grenzen Blow haben, ist es natürlich echt defensiv. Auch für uns. Nicht nur die Gegner sind defensiv, sondern wir auch. Wie süß die herumtappeln. Also Time Rift weiß ich jetzt gerade nicht, wo das auch ist. Das haben wir im letzten Part schon irgendwie gesucht. Irgendwo muss noch ein Time Rift sein oder so. Oh, das ist ein bisschen verbuggt. Einfach weiterspielen. Ich versuche immer wieder das Zeug, das mit dem Hals zu kriegen. Oh, episches Asthma ist halt nicht gerade so toll. Ja, es blüht wieder überall. Ja, ich weiß nicht, ob Pappel ist oder. Haselnuss ist es so. Auf irgendwas bin ich. Das ist wahrscheinlich eben keine Erkältung, aber. Ich nenne es einfach als Erkältung. Aber wieso hat sie jetzt so viel Blut auf dem Boden? Typisch, typisch. Nochmals ein Nomad-Idol. Oh ja. Der ist sehr gut, aber dann können wir noch nicht aus. Was sind wir? Oh, fett. Viel zu fett. Ja. Hier machen wir weiter. Ja, so ein Reset gibt's auch nicht. Oder wir haben ihn gegen nicht getroffen, ist schnell gestoppt. Sieht man jetzt leider nicht so genau. Aber es ist doch gut, wenn man Gegner killt und dann gleich mal wieder eintreten kann. Aber leider ist es cool, wenn man halt ein bisschen zu lang. Ja, hallo, ein Großer wieder. Das ist nicht so süß und das Große. Das sieht man jetzt kein so gut. Ah, und natürlich ganz, also Rampage und noch auftauchen. Wieder auftauchen, wieder belebt werden. Oh. Oh, es ist echt viel besser zu spielen. Braucht auch ein bisschen mehr Länge am Gegner und hat sich nicht wand kaputt. Ja. Aber es gibt keine Schätze hier.
Fleisch abzutun. Ja, gut. Aber das Gebiet gefällt mir. Muss einfach nochmal verarbeitet werden ein bisschen. Ist ein bisschen langweilig. Ich liebe das Zusammenziehen. Ah, endlich. Da ist er ja. Elric, Elric. Ja, du bist ein Armer, ganz ein Armer. Schade, dass er auf Englisch ist. Jetzt direkt übersetzen kann ich auch nicht. Noch nicht ganz so schnell und sonst. Ich langweilen möchte ich es auch nicht. Bis ich das endlich übersetzt habe. Ich muss halt immer von Wort zu Wort denken und nicht übersetzen. Weil ich mir nicht so ausgehe. Genau hier waren wir, glaube ich, irgendwie Maximum. Ich war leider schon im ersten Leadmaster. Beastmaster. Aha. Liste. Ah, oh, nochmals diese Idioten. Ja, die machen schon wie Jahan. Ist auch ein bisschen nervig. Aber OP ist OP. Dass man einfach von denen recht viel Schaden bekommt, aber von anderen nicht. Das macht einfach die Gegner, die Schaden machen, auch ein bisschen nerviger. Zweimal Damage da. 20 Damage. Krass. Ja, die machen. Boah. Irgendwas ist broken an den. Sie müssen bedenken, ich habe so viel Leben. Also ich habe doppelt so viel wie bei den Magiern. Und die Magier haben den ohne Probleme getötet, aber wenn man im Nahkampf muss, ist sofort low life. Schon echt broken. Noch mehr Kiste. Schöne Kiste. Das ist eigentlich gute Rüstung. Aber wir müssen eigentlich die lassen. Ne? Nehmen wir trotzdem mit. Die ist nämlich heftig stark. Ja, am 13. fängt wieder Path of Exile an. Da werde ich ein paar Videos machen, aber jetzt nicht so viel spielen immer. Wenn wir dann sehen. Fies werden, wie der Bock auch da ist. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr so viel spielen, aber wenn es euch Spaß macht, fahrt es auch wirklich stimmen mit den Kommentaren voran, dann mache ich natürlich gerne weiter. Viele Parts. Und das ist genauso wie mit Last Epoch auch. Ich werde es, denke ich mal, nicht wegmachen oder weniger machen. Kann. Ihr seid meine Könige, ihr dürft wirklich wünschen. Wir haben dann diskutieren, was denn mehr soll kommen und so weiter. Weil ich liebe alle Games, die ich besitze. Die machen besonders viel Spaß, wenn ich sie schon gekauft habe. Also voraus bin ich immer so ein bisschen am Zweifeln. Ja, ist das gut für mich, geeignet? Wenn ich das Spiel habe, dann ist es immer geeignet für mich. Weil ich liebe Games, ich liebe Geschichten, ich liebe Sandbox-Fahren und ich liebe Action. Ja. Ich liebe alles an den Games. Ich mag auch schlechte Games.
was viele ja gar nicht mehr können. Und sie merken, ja, das spiele ich nicht gut. Nee, spielen sie es nicht. Ja. So, wir sind da. Es ist immer geil, der Baum lenkt die Gegner so mega ab, dass sie gar nicht angreifen. Nur zum Baum laufen. Schön gemütlich, Schritt für Schritt. Julia's Haven. Heaven. Nein, Heaven. Hafen. Also Heaven, Haven ist der Himmel. Und Hafen. Haven. Ist das ein Haven? Oder Heaven? Haven? Oder Heaven? Ich kann einfach manchmal nicht so richtig aussprechen, Englisch. Englische Sprache ist für mich viel schwerer als andere Sprachen. Beim Englischen, da gibt es manchmal andere Sachen. Nicht genau das, was im ABC eigentlich sagt. Zum Beispiel gibt es viele Wörter, wo zum Beispiel das O nicht U ist. Ist richtig ausgeschrieben ist, sondern ja auch O ist. Und so Sachen, das wird mich ein bisschen. So, wir haben ein riesen Platzproblem. Ich glaube, ich muss endlich mal einen Modi machen. Mal so vieles Zeugs reinwerfen. Da ist ja noch Glancing Blow, aber verlieren wir jetzt einen Wolf oder einen Raptor? Wir verlieren einen Wolf. Das Glancing Blow und das Stun Advice ist eigentlich ziemlich gut. Ich denke, defensiv ist wichtiger. Ich werde jetzt einfach mal drei Wölfe wieder nehmen. Wenn ihr das nicht wollt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. So, was haben wir denn? 14, 17, 44. So. Jetzt müssen wir da unten hingehen. Okay, aber das mit dem Timeless Lift muss ich noch schauen beim anderen Charakter. Der ist auch ungefähr so weit wie jetzt. Der. Aber ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, den weiterzumachen. Ja, werden wir dann sehen, wo das Lift ist. Einfach nochmals ins Lift gehen vielleicht. Noch mal blocken. Ich weiß. Aber Glancing Blow ist eigentlich nur gegen physische Attacken. Nee, nein. Gegen alle Attacken. Der ist geil. Das ist wirklich ein anspruchsvolles. Ein Ausweichen. Mal nach oben, ob die noch etwas gedroppt haben. Nee. Ich denke, nach oben geht es dann direkt zum Questgeber. Also gehe ich jetzt lieber runter. Ich will ja noch ein bisschen etwas erkunden. Und ja, ich muss den Sprung mehr einsetzen. Die Pets mal wieder abhauen. Wie eine Boss-Arena. Das ist ein Boss. Also manche Gegner sind gewaltig geil von diesem Spiel. In welchem Game anderen Action-Rollen spielen so taktische Gegner? Ich brauche Hack and Slay. Es gibt keine taktischen Gegner in anderen Spielen. Das ist einfach geil. Zwar auch gut, aber wenn ich mit Necromantic Damage sitze, ich für die Flammenwaffen gemacht. Es ist relativ gut wieder mit dem Hass, aber dann doch kratzen. Meine deutsche Sprache, weil die so
akustisch ist auch und so. Echt gegen meine Probleme. Schweizerdeutsch irgendwie nicht. Meine Halsprobleme. Ich gerade habe. Mann, ich will alles mitnehmen. Die Drops sind einfach immer so mega gut. Ich muss es mitnehmen. Zum Decraften, denke ich mal. Oh ja, der Ring ist cool. Jetzt können wir eigentlich so langsam auch mal einen Ring rausnehmen. Den Ring hier benutzen. 7 und 8. Moment, so viel. Jetzt haben wir so viel Glancing Glow, jetzt müsste eigentlich uns nichts mehr passieren. So langsam. Wenn wir da 100, mehr als 100 haben. Ja, 61. Okay, müssen noch ein bisschen suchen. Aber, ja, schon gewaltig gut. 66, also 4. Skull-Laternen. Minion Damage ist ja schon gut, aber ich möchte eher Defensive haben. Minion Health, ja, ist wichtiger. Sehr schön. Irgendwie wurden die Wölfe auch irgendwie stärker. Denke ich einfach. Aber das müsst ihr mir erklären, wieso die Stärke. Mit der Stärke auf dem einen. Was ist der Ring mit der Stärke? Also eine Stärke haben wir hier. Die Maske. So eine Maske nutzen. Das ist ja nichts neu. Das kommt mir nur so vor wahrscheinlich. So, wenn die Stun-Chance noch hochteilen. Komm, machen wir die Landing Area. Vielleicht zieht es auch besser noch an, wenn man die Landing Area noch erhöht. Weil ja der Umfang vom Landing Area war besser, ich glaube, ich auch Stun die Anziehungschance ringsum. Keine Ahnung, wie das Spiel das stellt. Langsam ist es auch ein großer Mensch. Das ist schwach. Das ist auch wieder so Dual-Attribute, die wir brauchen, aber. Ja, zum Craften. Ich tue einfach mal das zu craften, aber ob wir jetzt wirklich so langsam schon beginnen mit Craften, ja. Ich weiß es gar nicht, jetzt verwehrt mich das Craften ein bisschen. Ich kann eigentlich recht viele Sachen drauf tun. Und trotzdem sind die Items gar nicht so stark, wie ich erhofft habe, dann demotiviert vom Craften. Dass nicht alles so klappt, wie ich es jetzt möchte. Ich bin zu greedy, aber jetzt ist das Craften. Mag ich nicht. Aber klar, wenn wir jetzt wirklich strugglen, dann muss ich ja craften und dann macht es mir auch mehr Spaß. Aber jetzt leveln wir noch so schnell, da passiert nicht viel. Okay, so langsam ist aber der Part zu Ende. Ich hoffe, dass jetzt ein Waypoint kommt. Ja, okay, sehr gut. Dann geht's in der nächsten Folge hier weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen, danke für die Unterstützung und eine gute Nacht wünsche ich euch. Tschüss!